Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. So, ja, wir waren ja, ich glaube, vor unserem Terminal stehen geblieben, weil hier ungelesene Nachrichten drauf sind, bilde ich mir ein. Das heißt, wir schauen mal, da drückt meine Einbildung. Wir haben keine neuen Nachrichten. Okay. Dann sprechen wir mit unserem Yeoman Kelly. Nachname habe ich Ich habe vergessen. mir große Sorgen gemacht, als Sie auf dem Kollektorenschiff gefangen waren. Zum Glück war Edi da. Ja. Ich habe mir auch große Sorgen Das gemacht, vor allem klingt ich nach habe die mehr ganze als Zeit einem gesagt, dass es beruflicher eine Sorge, Falle Kelly. ist. Sie sind mehr als nur mein Commander. Sie sind ein Freund. Edi hat Sie zu mir zurückgebracht. Wenn sie einen Körper hätte, würde ich sie umarmen. Ich stehe direkt hier. Wo ist meine Umarmung? Oh, Shepard, ich wünschte, ich hätte die Zeit, sie besser kennenzulernen. Warum essen wir nicht zusammen in meiner Kabine? Dabei könnten wir unsere Unterhaltung fortsetzen. Klingt wunderbar. Gehen Sie vor. Meine Beziehung mit Ashley ist eigentlich offiziell zu Ende. Aber was wird das denn jetzt hier? Meine Güte, so lang bin ich seit meiner College-Zeit nicht mehr wach gewesen. Es war ein wunderbarer Abend. Danke, Shepard. Bitte gerne. Wieso bin ich jetzt da abtrünnig und okay. Ich habe das Aquarium in Ihrer Kabine gesehen. Wenn Sie möchten, füttere ich in Ihrer Abwesenheit die Fische. Oh ja, das Das wäre wäre cool. sehr nett, Kelly. Aber gerne doch. Wie auch immer. Was gibt's? Dann kann ich dann nämlich endlich mal Fische reinsetzen. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Das Okay, wäre das alles. war's. Viel Glück da draußen. Okay. Dann war ja nichts besonders Schlimmes. Ich habe mir jetzt schon Sorgen gemacht, dass jetzt hier eine nicht jugendfreie Szene kommen könnte. Aber nö. Commander, Ja, wie läuft's gehe im ich recht Cockpit? in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Okay. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Ja, gut, aber wie schaut's mit dem Team aus? Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Über Jack sage ich gar nichts, ich bin doch nicht blöd. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Alles klar, Das Joker. wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ist dann Joker. Gut, Kollektoren. Unten haben sie uns vermutlich nicht unbedingt viel Neues zu sagen. Wir könnten noch mal mit Jake sprechen. Mit Jacob, da stehen wir ja. Halt, Moment, das ist. Ach nee, ich war ja vorher schon zwischendrin. Ich habe fleißig Planeten gescannt in eurer Abwesenheit. Das heißt, ich müsste hier eigentlich. Eventuell das ein oder andere Upgrade erforschen können. Okay. Machen wir erstmal die Abklingzeit. Beides geht natürlich nicht. Für das eine habe ich 5000 Element Zero gebraucht, für das andere 3000. Ich hatte nur 5000, ein paar bisschen. Schiffsverbesserung wäre die Krankenstation und Prototypen können wir die organische Schrotze. Gehen da jetzt noch irgendwelche Waffen-Upgrades? Nein. Hätte sein können, dass wir da irgendeine Voraussetzung für erfüllen müssen. Und Morden muss immer noch seinem Bob da helfen. Seinem Schüler. So, Maschinendeck.
Das ist fast richtig. Hey. Hallo. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Es gibt nichts mehr zu sagen. Kommen Sie später wieder. Oh, mach ich. Ich sollte jetzt gehen. Okay, reden wir später. Genau, wir reden irgendwann später. Gut, dann wird sich bei den anderen auch nicht wirklich was geändert haben. Das heißt, ich habe keinen neuen Schlüsselcode freigeschaltet. Aber beim Scannen, und da fliegen wir jetzt hin, da bin ich mit einer Anomalie drüber gestolpert. Ich habe den Planeten dann noch fertig gescannt und habe mir dann gedacht, jetzt sollte ich euch dann doch langsam mal dazu holen. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, gleich haben wir alles schon abgehakt. So, und zwar war das hier drüben im Talava-System. Ja, da drüben. Auf dem Planeten Titus habe ich eine Anomalie entdeckt beim Scannen und da möchte ich jetzt langsam mal mit euch landen. So, und zwar Oberfläche scannen. Oberflächenscans orten die Signatur eines schweren Hirmechs mit einer unbekannten Registrierung, möglicherweise Piraten. Der Mech scheint deaktiviert zu sein, sendet aber eine Endlosschleife mit einer Nachricht. Es scheint sich dabei jedoch nicht um ein Notsignal zu handeln. So, Ressourcenscans orten große Mineralienvorkommen, aber die liegen hinter Gestein mit hoher Dichte. Es macht nichts, gescannt habe ich den Planeten fertig. Bloß das mit dem Mech habe ich mir noch nicht umgeschaut und das ändern wir jetzt. Wer eine Romanze will, muss schon mit den Leuten reden. Das gilt auch fürs Real Life. So, damit du mal wieder rauskommst und mir mein Schiff nicht zerlegst. Und den Cerberus Chili, da nehmen wir auch nochmal mit. So, da habe ich 3 Punkte, die ich steigern kann. So, automatischer Stufenanstieg und automatischer Stufenanstieg. So, bei Grunt. Ja, genau, das ist das, was er erforscht hatte. Das wird schon das Beste sein. Die kann, glaube ich, auch nur hierher nehmen. So, dann landen wir da mal. Vorkommen tief in den Wänden der Schlucht. Zum Abbau wird schwerer Sprengstoff benötigt. Okay. Was sagt das Tatenpad? Ich habe Herberts gutes Geld für diesen nutzlosen Haufen Signalfehler, relevante Ressourcenlager auf diesem Planeten entdeckt, aber Speicherlecke entdeckt. Also gut. Sagte ich. Okay, aus dem Ding läuft Treibstoff wie aus einem Volos nach einem Krug. Da, aber damit komme ich schon klar. Also bin ich losgezogen und habe die Spur von Energiezellen gelegt von der Abladestelle des Max bis zum Fehlerpaket erneut bitte abrufen, damit das Ding wenigstens zum Laufen kriege. Und jetzt will ich außer Fehlerdeck blablabla nicht mal rühren. Verdammt soll er sein, dieser betrügerische Elkor. Teil von S-Signalfehler. Ich umgehe. So. Das ging ja einfach.
Also worüber das Ding hier reingekommen ist, habe ich keine Ahnung. Ich fühle mich absolut neu. Spur von Energiezellen rausgekriegt, aber der war irgendwo raus. Oh, wir haben diese schwere Rotsticks drauf, das ist halt oben. Blablabla. Was? Wo? Warum? Was war das denn? Feinden ist die Energiezelle. Die hat er ja toll platziert, Arschloch. Nun gut. Ja, Energiezelle im Ding. Keine Feinde mehr! Richtig. Der stopft sich da hin ab, das ist ja... Zum Glück ist das nicht laut. Wundert mich schon fast ein bisschen, dass die Rory nicht vorher auf uns online geworden sind. Oder Warren, nicht Warren. Ja. Na komm, streng dich an. Aua! So, und da sind Ressourcen. Platin! Okay, wir haben ein bisschen Erfahrung erhalten, wir haben Platin erhalten. 5000, das ist gar nicht mal wenig. Und ein nettes Minigame mal so zwischendrin, im Unterschied zum normalen Upscannen der Planetenoberflächen, was ja doch sehr dröge ist. So. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt langsam mal ein bisschen weitermachen hier. Den Rest von dem Dings kenne ich irgendwann später.
So. Massenportalsprung, das wollen wir jetzt machen. Jetzt müssen wir entscheiden. Das werden wir jetzt definitiv nicht machen. Da werden wir vorher probieren. Genau, wir waren eigentlich da hinten eng geblieben, wo wir erst Masani geholfen haben und dann wollten wir anschließend noch die Feuergänger Mission machen. Ja, auch aus einem DLC kommt. Bloß dann hat uns der Unbekannte da einfach weggeordert. So, da drüben. Das heißt, diese DLC. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ja, die Hälfte ist. Da ist ja auch reichlich da dann. Ich habe eine Anomalie geortet. Du hast eine Anomalie geortet. Dann seht ihr jetzt auch, wie das mit dem Anomalienorten funktioniert. Das heißt, man hat dann so einen Pfeil und dem muss man nachgehen und dann da einfach eine Sonde hinjagen zum Scan. Ich habe etwas gefunden. So, Anomalie geortet. Scans haben das Erkundungsfahrzeug Hammer sowie aktive Datenspeicher geortet, die möglicherweise Informationen über den Verbleib von Dr. Casey und Dr. Oloy enthalten. Und dann landen wir da den restlichen Planeten. Das gehe ich jetzt nicht ab. Das werden wir dann bei Gelegenheit nachholen, beziehungsweise das werde ich bei Gelegenheit nachholen mit ohne euch. Und wir nehmen wieder das gleiche Team mit, weil Grunt hat sich nicht wirklich abreagieren können mit den zwei Baron, die ich dann auch noch nicht platt gemacht habe. Okay. Ich habe immer noch dieses Kabumsteil da hinten drauf. Ich glaube nicht, dass das Schiff sicher ist. Wir sind schon viel zu oft auf Gift gestoßen. Ich bleibe mit Dr. Oloy in der nächsten Station. Dort sind wir bestimmt sicherer. Boah. Frachtcomputersteuerung umgehen. Ja. Immer diese Umgehung. Okay. Das ist also der Feuergänger. Primärsysteme online. Willkommen im Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer. Hier spricht Ihre Bord-VI. Missionsziele geortet. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Danke. Ah ja, okay. Shift ist springen. Space ist Boost. Thank you.
wirklich Mist, ganz ehrlich. So wie das da umeinander wackelt hier beim Scannen. Der Weg war, der so vorgesehen war. Egal, ich bin oben. Schon Pathfinder sein, damit man da den Weg findet. Das war's. Erhalten. F, um die Mission zu beenden. Ich glaube, ich habe hier alles eingesammelt, okay? Ja. So, das ist jetzt noch nicht ganz alles. So, wir müssen jetzt erst einmal hier die Forschungsdaten hier auf dem Planeten sammeln. Fracht, das Wrack des Frachters MSV Rosalie gefunden. Forschungsdaten beschafft. Bericht schließen. Jawohl, danke. Das wirkte jetzt ein klein wenig enttäuschend. Andererseits, der Feuergänger ist natürlich ein Fahrzeug, was wir noch nicht kannten. Und soweit ich das in Erinnerung habe, ist die DLC auch noch nicht vorbei damit. Da gibt es wohl noch mehr zu finden. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Das habe ich jetzt fast erwartet. Danke, Kelly. Ungelesene Nachrichten. Sie sind zu klein. Bin ich gar nicht. Von Morlon. Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer. Weil du für deine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Was? Haben Sie Angst vor diesem Satz? Nein. Morlons berühmter Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems ohne eine Einschränkung der Handelsgesetze des Zitadel. Ob nun Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerungen oder genbiotische Xeno-Umgestaltungen, Morlan hat ein großes Angebot wonnespendender Produkte.
Alle Spezies und Geschlechter bestellen online bei Morlands berühmter Extranet-Seite direkt über den Hotlink dieser Nachricht. Produktverfügbarkeit abhängig von örtlichen Handelsgesetzen. Produkte mit Element Zero haben höhere Versandkosten und keine Lieferung nach Omega. Kroganische Fortpflanzungsorgane nicht erhältlich. Weitere Einschränkungen möglich. Das ist fucking Spam! And Therapy. Ola Hahn. Shepard, Sie sagen, Sie seien am Leben. Hätten den Tod überlistet. Diese Nachricht nicht nur von sinnloser Teilnahme meiner Therapie. Moment. Ola Hahn war der Überlebende von Noveria, glaube ich. Der kleine Dicke mit dem Schlauch da, also mit dem der Volos. Shepard, Sie sagen, Sie seien am Leben, hätten den Tod überlistet. Diese Nachricht nicht nur ein sinnloser Teil meiner Therapie wäre. Sie sagen viele Sachen. Ich lebe noch. Sie ist immer noch tot. Ich habe gehört, Sie haben Benesia getötet und gut gemacht. Noch eine Frau, an deren Tod ich beteiligt war, falls meine Informationen dabei geholfen haben. Du hast echt immer noch ein Problem. Sie wollen, dass ich ihnen danke. Wären sie nicht aufgetaucht, hätten uns die Rachen alle umgebracht. Und das wäre auch gut so gewesen. Warum ich und nicht sie? Warum sind sie nicht früher aufgetaucht? Sie glauben, sie kriegen mich wieder hin. Aber vielleicht sind sie gar nicht zurückgekehrt. Vielleicht bin ich gestorben. Vielleicht habe ich diese Tür gar nicht rechtzeitig geschlossen. Vielleicht habe ich sie offen gehalten, um ihr eine Chance zu geben. Und dann hat der Rachni meinen Anzug aufgerissen. Ich wurde dort auf Gipfel 15 verstrahlt. Vielleicht bin ich ein Märtyrer. Und das ist nur eine schreckliche Halluzination vor einem wunderbaren Leben nach dem Tod. Aber falls nicht, dann danke. An oder armes Kerlchen. Ein Prototyp wieder beschafft. Projekt Feuergänger. Genau da waren wir jetzt gerade. Dass sie den Hämmer unversehrt wieder beschaffen konnten, war gute Arbeit, Commander. Er wird uns noch sehr nützlich sein. Außerdem enthalten die Daten des Notfallsenders der MSV Rosalie wichtige Informationen über einige der von Dr. K. C. und Dr. Oloy untersuchten Planeten. Edi hat die Position in ihrer Galaxiekarte übertragen. Wir hoffen, dass einer davon sie zu der proteanischen Fundstätte führt. Trotz seiner offensichtlichen Instabilität ist Dr. Casey unbestritten ein brillanter und entschlossener Wissenschaftler. Wenn Sie weitere Logs oder Aufzeichnungen von ihm finden, würde uns das sehr helfen. Wir wissen immer noch nicht, wie die Geth Dr. Casey auf der Spur bleiben, also seien Sie vorsichtig. Okay. Na gut, dann haben wir die Nachrichten soweit. Wir können zurück zum Massenportal fliegen. Dann müssen wir tanken. Gut, dass wir tatsächlich mittlerweile ein bisschen Geld übrig haben. Justikarin, den Attentäter rekrutieren, mir hinterhelfen. Ja, da haben wir sehr, sehr viel zu tun. Jacob helfen können wir da drüben machen. Reaper FFS, wie gesagt, machen wir nicht. Da haben wir das ist alles sehr unübersichtlich hier hinten, muss man ganz ehrlich sagen. So. Okay, Forschungsdaten beschafft. Wir
bleiben jetzt am Feuergänger mal ein bisschen dran. In dem System waren wir schon mal, Palor. Das haben wir, glaube ich, zumindest mal durchgescannt. Ach, das war das, wo wir gerade hergekommen. Ja, schönen Schrank auch. Und da ist durch die DLC gleich ein ganzes System dazugekommen. Anomalie geortet. Ja, es ist schön. Das heißt, wir scannen hier nach der Anomalie. Sonde gestartet. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Ja. Genau, da ist etwas auf unseren Sensoren. Und was dort auf unseren Sensoren ist, die nächste Feuergängermission, die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich sage Tschüss.